Für mich ist halt Standard. Mit 16 das erste Mal, dass da eine Frau vor dir kniet und dich hat. Deine Beine sehen gut aus. Ja, erstes Mal. Ihr seht, ich bin jetzt einfach schwarz. One day out. Leute, ich komme nicht drauf klar. Morgen stehen wir auf dieser Bühne und diese ganze Wettkampfdiät, dieses monatelange Quälen, diese Kalorien, diese 21 Gramm Rice Pudding am Tag, zahlen sich dann endlich aus. Wow, es ist unglaublich, dieses Gefühl, dieses Bewusstsein. Und ich habe das Bewusstsein noch nie mal so richtig. Aber was ich auch nicht habe, ist mein Meal Prep gemacht. Und das machen wir denn jetzt. Johannes schläft nämlich noch. Also müssen wir noch ein bisschen ruhig sein. Sonst wecken wir den. Und dann ist nicht mehr gut, weil wenn der böse ist, dann bin ich am Arsch, auf Deutsch gesagt. Wir haben 8 Uhr. Ich bin um 1 Uhr eingeschlafen, weil gestern, ihr habt es gesehen, wir haben noch ziemlich lang, waren wir noch unterwegs und danach muss ich natürlich auch noch Sachen erledigen, bla bla bla, mich noch rasieren. War ein bisschen weird, ich habe mich das erste Mal rasiert. Ja, jetzt machen wir Rice Pudding. Wisst ihr was, während hier mein Wasser heiß wird, kriegt ihr exklusiv vor Johannes sogar noch einen kleinen Formcheck. Und ja, wir gucken es einfach mal an. Wenn Johannes aufwacht, guckt er dann natürlich auch nochmal über die Form, gibt sein Feedback und dann entscheiden wir, was wir heute machen, ob es weniger Kohlenhydrate gibt, ob es mehr Kohlenhydrate gibt und irgendwas. Gestern Abend haben wir Johannes schon gesagt, ja, ey, wahrscheinlich werden dann morgen die Kohlenhydrate gekürzt. Habe ich mir gedacht. Okay, Leute, mehr kriegt ihr nicht zu sehen, aber ich habe hier gerade gehört, Johannes ist aufgestanden. Das Erste, was du machen willst, ist, dass ich mich ausziehe. Gut. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, er ist ein Ticken trockener, aber ich muss dir was sagen. Du bist flach wie Sau, ja, Alter. Das ist eigentlich schlecht, aber hast du das gesehen? Ja, ich habe natürlich schon Spiegel geguckt. Digga, ist krass, Alter. Der hat überdankt. Der hat so viel Fülle verloren. Das kann jetzt sein, einfach, dass du zu wenig getrunken jetzt über Nacht. Also, du bist einfach flach wie eine Firma, Alter. Sorry, also, wir haben ja die 6 Liter. Scheiße, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte dich heute eigentlich weniger essen lassen, aber scheiße. Ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, flach zu sein. Ja, aber komm, Form an sich kommt ganz gut. Aber die Form war gestern Abend auch nicht viel schlechter. So. Obwohl er voller war. Und zeig mal die Beine, spann mal die nochmal durch, einmal so richtig. Und wir müssen mal gucken. Okay, einfach trinken und essen jetzt. Ja. Es nützt nichts. Scheiße. Let's go, let's eat. Wir haben doch gesagt, dass du das Wasser, was du hier hast, nicht extra berechnen musst. Ich zähle es nicht dazu. Ich zähle es nicht dazu. Ich wir gucken wollen, wie viel verdunstet. Also du auf Diät wirst richtig ein Nerd, ne? Du wirst richtig nerdy so. Warum, Alter? Mach doch einfach den scheiß Rice Pudding fertig. Und Leute, da bin ich euch ganz ehrlich, das ist einer der Gründe, wieso ich den Rice Pudding so lieb. Man braucht einfach nur ein bisschen Wasser, man kann es sogar mit kaltem Wasser machen. Ich empfehle euch, wenn ihr Zugang dazu habt, zu heißem Wasser, macht es mit heißem Wasser. Aber sonst einfach Wasser, den Rice Pudding rein, dann den Whey Drip drüber. Oder halt, wenn man da Bock drauf hat, den Whey auch einfach reintun. Und man hat eine perfekte, ultimativ gut verdauliche, ultimativ leckere Bodybuilding-Mahlzeit. Alter, gebt euch mal diesen Rice Pudding mit dem Whey Drip heute im Geschmackssinn und Cereal. Ich darf das jetzt dann gleich essen. Das ist richtig, richtig geil. Ich habe da richtig Bock drauf. Und für mich gibt es natürlich auch noch den Daily. Die Subs wurden sich auch gerade reingezogen. Und der Reis ist am Kochen, würde ich sagen. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Aber jetzt gibt es einen Taste-Test. Boah. Cinnamon Cereal ist nicht ohne Grund einer oder sogar der beliebteste Whey-Geschmack. Die eben ein richtiges Highlight, ne? Es ist halt einfach ein Cheat-Meal. Es ist halt einfach ungelogen, 100% so schmecken wie ein Cheatmeal. Also sag mal, kannst du mir erklären, warum du immer stehst beim Essen und dich nicht mehr in Ruhe hinsetzt? Das ist wirklich ein Phänomen, das hast du gestern einfach schon wieder gemacht. Ach, stehen verbrennt mehr Kalorien. Ja, das ist richtig, aber du isst ja auch die Kalorien, die du dann... Also, was soll das? Das war nicht ernst gemeint. Kann ich warten, damit mich hinzusetzen, weil ich so excited bin, so mich so freue aufs Essen. Gibt's einen guten Pop? Nein. War gut. Nee, der war... Der war echt gut? Ja, du musst den Booster mit reinmachen. Wenn wir mal einen Beinvergleich. Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, ich habe 8 Wochen Trainingspause gemacht und deine Beine sehen richtig gut aus. Guckt euch das mal an. Das sind richtig gute Quads. Hast du gestern zum ersten Mal in meinem Leben deine Beine rasiert, oder? Ja. Das war ja schon special für dich. Ja, ist irgendwie genervt. Das nervt. Für mich ist Rasieren im Wettkampf mit einer der schlimmsten, nervigsten Eigenschaften. Weil, guck mal, bei mir muss ich noch Rücken rasieren und so. Und überall Bauch und Arm und den ganzen Scheiß. Ja. Bei dir ist ja nichts.
Wir sind jetzt angekommen hier beim Tanning. Jetzt werde ich schwarz gemacht und hier, so sieht das aus, da sind so kleine Kabinchen da. Da gehe ich rein und wir haben auch gerade eine Socke gekriegt. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren raten. Nee, also ich, ja, es ist halt, vor allem ist es nur eine Socke. Nur eine Socke. Wo kommt eine Socke hin? An den rechten oder an den linken Fuß, selbstverständlich. Genau, oder so. Also, naja, ich bin ein bisschen gespannt. Ich weiß nicht, wie das Ganze sein wird. Erste Mal. Ist es für dich, ja? Für uns? Ja, erstes Mal. Erstes Mal Socke. Erstmal Socke. Wir müssen doch noch ein bisschen länger warten. Das heißt, für mich gibt es meine nächste Mahlzeit. Was ganz Spezielles. Was könnte es jetzt zu essen geben? Jetzt zum Wettkampf hin wird natürlich ganz spezielles Lebensmittel. Ja. Für die Geschmacksknospen und alles, das ist wirklich, ja. Es gibt sicher nicht einmal Hühnchen mit Reis, wie ungefähr jeden Tag viermal. Nee, nur dreimal gibt es am Tag. Heute gibt es nämlich ausnahmsweise mal Reis mit Hühnchen. Ah, okay. Und heute sogar mit Salz als Gewürz. Nee, wir haben sogar Paprika-Gewürz ein bisschen drauf. Wir sind fancy unterwegs. Darauf habe ich auch Bock, weil ich habe ultra Hunger. Ich muss sagen, wenn ich das so rieche, kriege ich wirklich Bock. Das schmeckt einfach, das ist geil. Ich habe da eine positive Erinnerung auf jeden Fall dran. Ja, Hühnchen mit Reis ist geil. Es ist lecker. Man kann nichts sagen. Also ihr müsst kein Hühnchen und Reis fressen, wenn ihr brutal werden wollt. Dann geht auch was anderes. Ja, aber... Geht auch Pizza mit Isoclear. Aber wird nicht so geil sein wie Hühnchen mit Reis. Good old chicken, hat schon Ronnie Coleman gesagt. Aber er hat einfach ein Kilo Hühnchen gegessen in einer Mahlzeit. Legende. Und dann noch good old barbecue sauce. Die hat ihn keiner nehmen können. Nee. Die hat auch in der Prep gegessen. Ja, bei mir gibt's keine Soßen. Und Leute, ein Tipp. Wenn ihr Reis Meal Prep macht, ein bisschen Wasser rein und mixt das dann, dann ist es ein bisschen wieder so fresher. Und wenn man es dann aufwärmt noch in der Mikrowelle, ist es noch geiler. Dann ist gut, weil es schön zieht nochmal. Aber wir haben keine Mikrowelle. Egal. Wir hätten bestimmt eine hier. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf, genau. Weil, egal. So, gönnt euch. Boah. We got Jeremy Mead to come there as well. Yes, of course. Can I put it there? Wash it after the show. Of course, yeah. Not tonight. Yeah, of course. We'll do another coat in the morning. Yes. That'll doubly dark, yeah. Ihr seht, ich bin jetzt einfach schwarz geworden. Das ist absolut crazy. Also, jetzt mal Real Talk. Diese Erfahrung war interessant. Ich wusste nicht, mit was ich da reingehen soll. Ich wusste nur, dass ich eine Socke kriege und mehr nicht. Und dann, naja, mir fehlen die Worte. Nein, ich habe da keine Worte. Für mich ist halt Standard. So, deswegen, also es ist ein spezieller Moment für dich. Mit 16 das erste Mal, dass da eine Frau vor dir kniet und dich ansprüht. Das ist so schon wild irgendwie, ne? Muss man ja auch sagen. Und war auch kalt. Also ich finde, Tanning ist immer kalt. So, oh. Erstmal die Farbe drauf ist. Nee, war es gar nicht so kalt und es war irgendwie angenehm, dieser Windstoß. Ich war ein bisschen, glaube ich, unter Schock von der ganzen Situation. Ja, war auch weird. Also, sind wir ehrlich. Aber die haben extra hinten alles freigemacht, dass niemand anders da ist. Weil du bist ja 16, da passen die richtig gut auf. Ich sage euch ganz ehrlich, Shoutouts an die WNBF UK. Bis jetzt. Bis jetzt, ich wollte gerade sagen, weil du nicht den Tag vor dem Abend loben, Alter. Abwarten. Ja. Aber es macht einen guten Eindruck. Bis jetzt macht es einen sehr guten Eindruck. Wenn ich nicht den ersten Platz mache, dann machen wir natürlich ein Shitstorm-Video. Ja, absolut. Direkt gleich. Geht niemals. Selbst kann ich schuld sein. Es muss immer jemand anders sein. Immer die anderen. Ja. Immer. Zurück im Airbnb angekommen. Ihr seht schon, ich stehe hier bereit für einen Posing. Wir gucken die Form das allererste Mal mit Fahrbahn. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt auf Jonas seine Reaction. Ich bin aber allgemein... Excited bist du. Excited. Dun, 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 dun. Arsch anspannen. Schön. Von hinten. Doppelbizeps. Sidechest. Drückt das Knie gegen das Bein, dass der Beuger schon rauskommt, ja. Und ihr seht, da kommt, hängt richtiger Fleischbeuger dran, ne? Knie ein bisschen mehr nach innen noch. Und den drückt auf den Arsch auf. Ja, genau. Ja, so! Guck mal! Geil. Side-Tricep. Guck mal, siehst du die Streifen? Guck, geil. Knie immer noch innen. Ja, guck dir das mal an. Das ist so ein Unterschied, Jeremy. Luft auf den Bauch und dann auf den Arsch entspannen. Ah, prima. Okay, Rückenansicht. One leg back, showing the calf. Stell dich mal auf die Fußspitze mehr. Aber schau mal, Jeremy, geh mal mit deinem Hacken ein bisschen weiter nach außen. Schau mal. So. Du willst dein X sein. So, hier, du stehst auf dem hier, hast das angespannt und dann kommt das hier hinten dran. Beuge Arsch. Knie rechts und ein bisschen mehr nach außen. Du willst ein X sein. Das rechte Knie, rechtes Knie. Und steh mal ein bisschen breiter. Beide Seiten nach außen, damit du hier Schwung hast. Okay, ich hab's. Ja, besser. Ja, und jetzt spann den Beuger den Arsch an. Bisschen nach vorne lehnen, genau, ins Kampfgericht, nicht zu sehr, so ist prima.
Rhythmus. Machst du da schön kontinuierlich? Du kannst nicht 100% anspannen. Spann 70% an. Weil was angespannt ist, angespannt. Du kannst ja nicht mehr Muskeln anspannen, als du hast. Und es fickt mich, wenn ich es mache. Das wirst du nicht lange durchhalten, genau. Na, eine Minute noch so. Ja, und irgendwann bist du so kaputt, dass du kollabierst und du kannst die posenden Muskeln nicht mehr halten und zeigen. Ja. Und dann ist richtig Arsch. Du kommst da raus auf genau und dann bam. Ja, das war ein bisschen Kasper-mäßig, aber so, ja, das ist die Energy. Bam! Bam, genau so gehst du da raus. Ja, Mann, das wird geil. Das wird richtig geil. Ich glaube, dass du eine Rampensau sein kannst oder bist. Ja. Und dass du es enorm enjoyen wirst, 100%. Ja, ich werde es genießen. Diese Scheiße lieben. Der Nachteil ist natürlich, du bist erst 16, da stehen noch Jungs, die sind 19. Das heißt, die haben dann 3 Jahre Vorsprung. Unter drei Umständen. Jahre mehr Training, vielleicht schon 3 Competitions vor sich, also 3 Seasons komplett. Genau, aber jeder fängt mal an, ne? So ist das halt. Fürs erste Mal wird sich das sehen lassen können. Also Leute, das war's Feedback von Johannes, das war's Posing. Ihr könnt mir auch sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich ehrlich interessieren, bitte schreibt mir wirklich eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr die Form? Ich gehe natürlich rein in das Ganze mit, ich will den ersten Platz holen. Das ist mein Ziel, zu 100%. Aber ich kenne auch das Competition-Feld, ich kenne ein paar von den Leuten und da sind welche dabei, die sind absolut crazy shredded und es ist halt deren ihre dritte Competition, 3 Jahre länger Training, 3 Jahre alles mehr, schon 10, 20 Wettkämpfe vor sich. Ist halt heavy, aber es wird geil. Der Part, der eigentlich viel wichtiger ist als diese ganze Wettkampfzeug und so, Kohlenhydrate. Meine Meals, wie sieht's jetzt aus? Was sagst du? Gestern hast du gesagt, ja, heute werden die Carbs wahrscheinlich gecuttet, halbiert, 50% weniger in jedem Meal. Jetzt bin ich sehr flach aufgewacht, deswegen haben wir die ersten 3 Meals, die wir gegessen haben, waren genau gleich wie gestern. Ja, die nächsten 2 werden ja mit der Reis reduziert auf jeden Fall. Mann, um wie viel? Aber nur warum? Weil der Tag heute wesentlich entspannter und wesentlich weniger stressig war. Und auch kürzer. Viel kürzer, ja. Also nicht zu vergleichen. Mhm. Und weil das Schlimmste, was passieren kann beim Wettkampf, ist, dass du zu viel Kohlenhydrat isst. Ja, und dann overspillst und das Wasser kriegst du nicht mehr raus. Vor allem dann nicht, wenn du natural bist. Ja. Salz sind wir auch noch genug drin. Werden wir heute ein bisschen reduzieren. Mhm. Wir trinken weiter normal. Ja, und sind dann morgen gegen Mittag dran. Also ich glaube, du wirst heute auf jeden Fall auch 1 Liter weniger trinken wahrscheinlich. Ein Liter weniger? Ja, mal gucken. Ja, das solltest du mir vielleicht sagen. Ja, ich weiß. Aber ich jetzt brauche ich nicht. Ja, weiß ich. Deswegen habe ich dich ja bis jetzt durchtrinken lassen. Okay. Ist ja kein Zufall. Also 40% von den 2 nächsten Mahlzeiten an Kohlenhydraten reduzieren. Wegschmeißen. Es tut weh. Ja. Es macht Aua. Absolut bodenlos. Ich habe nicht mal viel. Und jetzt habe ich noch weniger. Ich bin traurig. Egal. Ich habe Reis, also bin ich doch wiederum glücklich. Weil ihr müsst euch auf die positiven Sachen im Leben konzentrieren. Und das kommt von einem halbnackten, schwarz angemalten Dude, der sich über ein bisschen Reis freut. Naja, freut sich über die positiven Sachen. Hier mit Reis ist am warm gemacht werden sein in der Mikrowelle. Etwas habe ich, was richtig geil ist, nämlich Ananas. Denn wir haben ja gestern, ihr habt den Flow gestern natürlich gesehen, Ananas geholt, weil das gut für die Verdauung ist. Und die darf ich essen, die haben mir Johannes erlaubt. Das sollst ist du sogar essen. Wobei man sagen muss, dass du überhaupt kein Problem mit der Verdauung hast. Also du bist wirklich ein guter Verdauer. Ernsthaft. Ja. Du hast nicht einmal gebläht in der Zeit, keinen Pups, gar nichts. Das ist dein letztes Salz. Da 1 Gramm jetzt rein. Okay. Ihr seht, hier wird mir nicht nur mein Reis geklaut, sondern auch mein Salz und mein Wasser. Ja gut. Am Schluss, Johannes, ja, deine Atemzüge gehen wir runter, maximal 4-mal pro Minute einatmen, alles darüber ist dann nicht mehr okay. Darf ich auch noch Brokkoli? Ja, nee, aber... Nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Nee, ich darf nicht mehr Brokkoli, okay, cool. Endlich geschafft, diese Ananas zu schneiden, die machen wir jetzt da drüber und das wird sich gegönnt, denn mit Ananas ist schon noch special, ist schon noch geil. Gönnt euch das. Hast du deinen Cashew-Pudding heute Abend noch gegessen? Achso, ich hab's ja nicht am Abend. Das ist ein Rice-Pudding. Machen wir noch einen Löffel. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Oh, das ist so geil, das ist so Porno, ne? Ein bisschen kommen, wenn es mal Carbs gibt. Schmackofatz. War da jetzt Salz drin? Nein. 0,03 auf 100 Gramm. 0,03, das können wir ab. Ich habe seit unglaublich vielen Monaten nicht mehr so einen großen Löffel von irgendetwas gehabt. Nee. Hat wirklich die ganze Zeit Gänsehaut, Leute, ohne Scheiß. Die ist einfach kalt die ganze Zeit, guck mal. Mhm. Ist auch kalt. Das war mein letztes Essen, one day out. Meine letzte Nahrung. Das ist mein Löffel. Ich glaube, jedes du siehst, ohne Scheiß, du erinnerst dich mehr so hart an so ein kleines Äffchen. Denn sie Segelohren mit dazu. So ein kleiner Monchichi, habe ich dir damals schon gesagt. Mhm. Aber auf Diät, wenn das Gesicht so klein ist, wirken die Ohren viel größer und die Augen auch. Das sieht halt wirklich maximal lustig aus, einfach. Und ich würde sagen,
Leute, das war's mit One Day Out. Ey, das wird so spannend, Mann, Alter. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock, Alter. Johannes, sag jetzt mal ehrlich, jetzt noch eine Summary zu meiner Form, zu dem Ganzen. Come on. Ja, Form ist stabil, solide. Verkacken können wir nichts mehr, wir können nur einen Ticken besser werden. Also macht's Beine. Nicht, wenn ich jetzt die halbe Salzpackung da esse? Kann sein, dass das gar nicht so viel, vielleicht wird's sogar besser. Aber willst du das Risiko eingehen? No risk, no fun. Doch, machen wir nicht. Nee. Hab ich alles schon durch? Ich hab mich jetzt nicht gehungert für monatelang dafür, dass ich dann ein bisschen Salz... Das ist das Ding. Das ist wie Alkohol. Wenn du die ganze Vorbereitung kein Alkohol trinkst, auf einmal jetzt Alkohol zu trinken, auch vor einem Wettkampf, direkt davor. Es kann die Form besser machen. Es kann dich aber auch so... Zumal du ja eher 16 bist, von daher, ja. Ja, auch so ich trinke ja allgemein nicht. Ein Bierchen wäre okay. Ja, vor dem Wettkampf, ja. Zum Laden. Carb Loading. Wie hast du geladen für den Wettkampf? Ja, ich habe mir ein Bier gegönnt. Du musst auf jeden Fall jetzt langsam ins Bett. Das ist extrem wichtig, weil du musst schlafen. Morgen steht Showday an, der große Tag, für den ich seit Monaten jeden Tag hart am Arbeiten bin, auf den ich mich unglaublich freue. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sie sich anfühlt. Das kannst du eh erst retrospektiv, wenn es vorbei ist. Und dann dauert es noch mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate und Jahre. Und immer wieder wird sich dein Gefühl und deine Beziehung dazu verändern. Weißt du, je länger es her ist, desto mehr weißt du es vielleicht auch sogar zu schätzen. Das ist alles so surreal, wenn ich mir überlege. Bei meinem allerersten Wettkampf habe ich mich die ganze Zeit beschwert, dass ich so schlecht platziert wurde. Heute sage ich mir, um Gottes Willen, die Form war so scheiße, aber ich war so stolz. Es wird geil, Alter, ohne Scheiß. Ich habe richtig Bock. Wer jetzt noch nicht reingefolgt hat, also wirklich bodenlos, folgt rein, damit ihr morgen das Video nicht verpasst. Ja, aber die Leute, die bis hierhin geguckt haben, die haben reingefolgt. Weil das sind die Hardcore-Follower, die sind dabei. Und die Leute, die bis hierher geguckt haben, die schreiben Showday in die Kommentare. Genau, und ihr gewinnt alle #Showday. 10 Gutscheine von... Im Wert von 100 Euro, alle von ESN. Genau. Von ESN von Jeremy. ESN, ESN zahlt er sogar. Nein, du bezahlst das. Ich bezahle das. Ah, okay. Showday.